Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich für euch meine Top 10 Boxen des Jahres 2020. Jawohl, in diesem Video präsentiere ich euch meine Top 10 der Deutschrap Boxen 2020. Wie schon die Jahre zuvor gibt es von mir dieses Video zum Abschluss des Jahres. Ich habe auch diverse andere Boxen ausgepackt. Also mittlerweile haben wir ja viel in der Palette, also von Gaming über Rock, Pop, Film, Serien, alles mögliche, aber hier in diesem Video soll es wirklich ausschließlich um Deutschrap gehen. Ich habe mir meine Deutschrap Top 10 hier zusammengesucht, alle Releases 2020 nochmal chronologisch durchgegangen und meine Top 10 dann entsprechend ausgewählt. Und die Reihenfolge, in der wir das Ganze jetzt machen, hat nichts zu tun mit der Platzierung. Also für mich sind jetzt alle mehr oder weniger auf einem Level und es gibt jetzt nicht irgendwie, ja, die eine Box ist besser oder die andere ist besser, sondern mir geht es jetzt wirklich darum, die chronologisch abzuarbeiten, sprich, was früher im Jahr 2020 erschienen ist, wird auch hier entsprechend früher dann genannt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit den einzelnen Boxen, uns die nochmal in Erinnerung zu rufen und uns zu erinnern, was da so dieses Jahr los war. Und am Ende gibt es noch so ein paar Worte von mir zum Jahresabschluss bzw. zum Jahresanfang dann 2021. Und ja, das wäre es dann so. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt mit der ersten Box. Die erste Box war aus dem Februar, Mitte Februar, diese hier. Die Jizzes Box von Jizzes. Also er hat hier sein Album nach sich selbst benannt. Gab es ja schon auch häufiger im Bereich Deutschrap. Wir erinnern uns an, was auch immer, Kollega. Kollege oder Flair, Flair und so weiter und so weiter. Es ist ja relativ häufig im Deutschrap. Die Box erschienen Mitte Februar und wir haben hier, um es nochmal kurz wach zu rufen, als Boxinhalte mit dabei gehabt. Album-CD, Kartenspiel, T-Shirt, Heft und drei Sticker. Ja, der Boxinhalt war jetzt nicht so spektakulär, aber einfach so die Aufmachung der Box hier in diesem Stil einer alten VHS-Kassette und dem ganzen Artwork hat mir schon gut gefallen. Und es gab halt auch einen, ja, mehr oder weniger Tabubruch in dieser Box, denn man hat diesem Box hier ein Heftchen beigelegt, ein, ich glaube damals hat man es genannt, Tittenheft oder so. Und deswegen war die Box dann schlussendlich ab 18 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Also darüber haben sich auch wenige Rapper bis jetzt getraut, weil es ja auch einfach die Käuferschaft dann stark einschränkt, wenn man das Ganze ab 18 Jahren macht oder den Kindern dann erschwert, da ranzukommen. Das ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Dann ebenfalls im Februar haben wir eine Box, die ich jetzt gar nicht mehr da habe, und zwar von Hemmschuh, die Knast- oder Palastbox. Das ist leider die einzige Box in dieser Top 10, die ich so physisch jetzt nicht mehr da habe. Die habe ich schon ausgelagert, ja, die ist mittlerweile im Lager von mir und deswegen kann ich sie jetzt so nicht mehr herzeigen. Aber die war auch prall gefüllt, also wir haben in dieser Box drin gehabt, Album, Bonus-EP, noch eine Bonus-EP, noch eine Bonus-EP, noch eine Bonus-EP. Man muss dazu sagen, zwei der Bonus-EPs waren von ihm, zwei Bonus-EPs waren von anderen Künstlern des Labels, nämlich Brecho und Hamada. Dann die Brusttasche, Kreditkarte, T-Shirt, Autogrammkarte und zwei Sticker. Ja, also vier EPs in einer Box, das war brutal. In meinen Augen, glaube ich, ist das echt eine Premiere gewesen. Also vier EPs hätte ich so zuvor, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, noch nie gehabt. Und wir haben dann auf dem Album 18 Tracks, EP jeweils mit 5 Tracks, also sind insgesamt dann 38 Tracks gewesen. Das war auch eine Ansage. Ja, soviel zu dieser Box. Dann im März nicht so viel Spektakuläres dabei gewesen, meiner Meinung nach. Dann kommen wir direkt in den April. Und zwar haben wir da gehabt von Samra, Jibreel und Iblis. Die ist Mitte April erschienen. Ja, vom Inhalt auch nicht die stärkste Box, aber einfach das Design. Ja, unverkennbar, Marlboro Rot in diesem Fall hier angelehnt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Raucher oder kein Raucher mehr, aber die Box hat mir einfach so angetan, sieht brutal aus in meinen Augen und hat einfach so einen, ja, so einen Wiedererkennungswert und ist einfach rundum gelungen, auch hier in dieser Optik, dass man es hier dann entsprechend wie eine Zigarettenschachtel oben aufmacht und so weiter. Deswegen hier in dieser Top 10 mit dabei. Okay, als nächstes, ebenfalls im April, haben wir dann dieses Prachtexemplar hier, die Rich Rich Box von UFO 361. Er ist auch der einzige Künstler, der es zweimal in die diesjährige Top 10 geschafft hat.
war ja dieses Jahr sehr, sehr produktiv. Rich Rich, Ende April erschienen. Und diese Box war auch wieder prall gefüllt. Und zwar, was wir hier drin haben oder hatten. Das Album, eine Jacke, 4 Patches, ein Poster, ein T-Shirt, einen Schlüsselanhänger und 4 Sticker. Ja, also alleine, dass jemand eine Jacke und ein Shirt in ein und dieselbe Box macht, ist auf jeden Fall eine Seltenheit. UFO macht das ja häufiger. Seine Boxen sind auch meistens etwas teurer als die regulären, aber dafür auch stabiler und besser gefüllt. Gut, weiter geht's im Mai. Ende Mai erschien dann diese Box hier. Genki Dama von Farid Bang, die sogenannte Bands for Fans Box. Ist von der Optik her wie so ein Ledersessel, wie so ein Lederbezug in einem teuren Auto. Und dementsprechend auch der Bezug hier zum Inhalt, denn es gab in dieser Box ein heftiges Gewinnspiel, bei dem man den Mansori Mercedes-Benz von Farid Bang gewinnen konnte. Aber darüber hinaus gab es auch noch das Album, die Bonus-EP, ein T-Shirt, einen Windbreaker, ein doppelseitiges Poster und 5 Sticker und eben das genannte Gewinnspiel, bei dem dann im Endeffekt nicht nur der Mansori verlost wurde, sondern auch noch, ich glaube, eine Rolex und jede Menge Bargeld. Da gab es ja dann ein Livestream, ein Event. Ja, da war auf einiges los. Die 6. Box aus dem Bereich, ja, mehr oder weniger Fußball-Rap. Und zwar von Mickey Kurvenmucke 2. Die ist erschienen am 11. September. Die war auch prall gefüllt. Die war so gefüllt, dass gar nicht alle Inhalte hier reingepasst haben, dass man zum Beispiel das Shirt damals separat geliefert hat, weil einfach die Box sonst zu klein gewesen wäre. Und zwar, was hatten wir hier alles mit drin? Wir hatten hier mit drin ein Album, eine Sturmhaube, ein T-Shirt, ein Schal, ein Poster und eine Autogrammkarte. Also vor allem wegen des Schals und wegen des Shirts. Also entweder Schal oder Shirt, eins von beiden passt in die Box rein mit dem Rest, aber beides zusammen nicht. Somit war der Schal dann in der Box und das Shirt dann separat. Gut, weiter geht's im Oktober. Am 2. Oktober sind gleich 2 Boxen erschienen, die hier in der Top 10 mit dabei sind. Einmal die hier, Rap'n'Roll von Taimo. Ja, vom Format her so eine klassische wie auch die Kurvenmucke 2 Box. Aber der Inhalt, der ist auf jeden Fall stark gewesen. Denn wir hatten hier mit drin ein Album, die Bonus-EP, eine Bonus-CD nochmal, also ein extra Mixtape. Ein T-Shirt, ein Grinder, eine Autogrammkarte und ein Tattoo, so ein Wasser-Tattoo mit dabei. Ja, also auch hier ganz schön stark, speziell wenn man die Größe oder den Preis der Box betrachtet, war das eine heftige Leistung. Und ebenfalls am 2. Oktober erschienen, ich habe es schon angekündigt, ein Rapper ist zweimal vertreten, UFO 361 nur für dich. Also die Box, wir kennen sie ja von UFOs Seite. Wave zieht er das durch in diesen mehr oder weniger Schuhkartons, in diesen Schuhschachteln. Die Nur für dich Box, das 2. Album innerhalb eines Jahres von UFO 361. Und in dieser Box hatten wir auch wieder ein Album, Jacke und T-Shirt, wie auch bei der Rich Rich Box. Ein Poster, 3 Patches und 2 Sticker. Also auch die Box damals reich gefüllt gewesen. Dann kommen wir zur vorletzten Box. Die ist erschienen Ende November, Cashmo mit 1998, ist auch wieder eine reguläre Box, also von der Dimension, von der Größe her. Aber auch hier wieder der Inhalt sehr stark gewesen, denn wir hatten hier mit dabei ein Album, dann das Bonusalbum 1994, ein zweites Bonusalbum Hoes & Bros, ein T-Shirt, ein Bandana, ein Feuerzeug, Autogrammkarte und Poster. Ja, also ich glaube, viel mehr kann man in so eine Box auch echt nicht reinpacken. Ne? Und zum Jahresabschluss gab es noch mal ein besonderes Highlight von Sido. Auch wenn er dieses Jahr kein reguläres Release oder kein neues Album mehr rausgebracht hat gegen Ende des Jahres. Aber es gab dann zum Highlight Anfang Mitte Dezember dann noch diese Box hier. Die 8 Kostbarkeiten Box von Sido. Ist, glaube ich, die schwerste Box, die ich jemals in meinem Leben in Händen hatte. Also auf jeden Fall die schwerste deutsche Box, an die ich mich so erinnern kann.
ist so in Orange, Weiß und Schwarz gehalten. Ja, die Größe und die Gewichtsklasse dieser Box sind auf jeden Fall heftig. Aber was besonders stark war, war einfach die... Jetzt kriege ich hier gerade einen Anruf, den werde ich mal hier kurz auf später vertrösten. Ich kann gerade nicht sprechen. So. Und zwar, was wir in dieser Box drin hatten, in dieser 8 Kostbarkeiten-Box, waren die ganzen Vinyls von den bisherigen Sido-Alben. Also alle Sido-Solo-Alben waren hier auf Vinyl mit dabei, auf Doppelvinyl. Und zwar hatten wir hier Maske, ich und meine Maske, Agro Berlin, 301180, 6, also VI, das Album, das goldene Album, Ich und keine Maske, und zusätzlich gab es dann auch noch eine Slipmat für euren Plattenspieler. Einzige Kritik an dieser Box, aber ja, schwer zu ändern, war das Album Maske, das allererste Soloalbum von Sido, das war hier in der zensierten Version, also Maske X. Aber nachdem die BPJM ja damals das Album indiziert hat, kann man das so regulär nicht mehr rausbringen und dementsprechend war es leider abzusehen, dass das Album hier in der zensierten Version kommt. Naja, das kann man verkraften. Wie gesagt, war auf jeden Fall ein heftiges Teil zum Jahresabschluss. Gut, das war's soweit mit meinen Top 10 Boxen zum Jahr 2020. Wir waren dieses Jahr wieder sehr, sehr produktiv, also unter anderem alleine im Bereich Deutschrap. Ich habe nochmal nachgeschaut in der Deutschrap-Playlist von mir, Deutschrap Unboxings 2020. Alleine hier sind 151 neue Videos dazugekommen. Man muss auch sagen, es gibt noch 2-3 Videos von 2020, also Deutschrap-Releases, die Boxen oder Bundles betreffen, die ich noch nicht gemacht habe. Die werde ich dann noch Anfang des Jahres 2021 nachreichen. Da ist dann eh nochmal ein bisschen Flaute bis zum 8. Jänner. 8. Januar, da geht es dann wieder los. Und ansonsten haben wir natürlich auch jede Menge anderes Zeug ausgepackt. Also von, wie gesagt, anderen Genres bis hin zu Musik. Dieses Jahr auch dazu gekommen Gaming und. Und natürlich auch die Deutschrap Releases der Woche. Alles Mögliche, Q&As gab es auch. Gibt es wieder am 2021, genauso wie die Diskografie-Videos. Endlich. Ich habe es euch ja so lange angekündigt und versprochen. 2021 dann leider, oder ja, mittlerweile dann auf 2021 verschoben, weil 2020 durch Corona und viele andere Faktoren in meinem Leben, privat als auch beruflich, so viel passiert ist und ich dann leider nicht mehr dazu gekommen bin und einfach andere Sachen Priorität hatten. Wird 2021 alles nachgeholt. 2020 war jetzt ein bisschen sparsam, so die letzten Wochen und Monate, was die neuen Projekte oder neue Videos betrifft. Aber wie gesagt, 2021 geben wir wieder richtig Gas, wechseln auf die Überholspur. Und ansonsten war ja 2020 auch ein produktives Jahr. Also wir haben auf jeden Fall weit über 365 Videos gemacht. Also bedeutet, wir haben jedes Jahr ein Video und jeden Tag ein Video und an vielen Tagen noch mehrere Videos, teilweise 2 oder auch 3 Videos pro Tag gemacht. Von daher kann ich mich nicht beschweren, was jetzt so die Produktivität betrifft. Aber wie gesagt, so Projekte und Formate sind auf jeden Fall an anderer Stelle dafür zu kurz gekommen. Das wird 2021 dann nachgeholt. Insbesondere so die Q&As liegen mir sehr am Herzen, ebenso die Diskografien. Das wird alles gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr habt zum Jahresende, zu Weihnachten, trotz Corona noch eine schöne Zeit verbringen können mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Und ja, Silvester wird wohl das ruhigste Silvester, das ich so je erlebt habe. Also ich kann mich nicht erinnern, wann es sowas schon mal gab. Ich glaube, bis ich 18 oder 20 Jahre alt war, habe ich mir so ziemlich jedes Silvester die Hände weggesprengt, bis in die frühen Morgenstunden. Und dann so die letzten 8-9 Jahre dann eher ruhiger angegangen. Wird dieses Jahr genauso sein. Also dieses Jahr wird dann auch so von, ich sage jetzt mal, offizieller Seite oder von städtischer Seite das Feuerwerk wahrscheinlich eher schwächer ausfallen als sonst. Die Touristenmassen werden sich auch deutlich reduzieren gegenüber den Vorjahren. Ja, alles Corona geschuldet. Ich hoffe, 2021 wird besser. Aber ja, ich gehe stark davon aus. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Abschluss und natürlich auch einen guten Start ins neue Jahr. Wir sehen uns dann natürlich, wie jedes Jahr, werde ich auch wieder im Jänner jeden Tag neue Releases, neue Unboxings bringen. Und wie gesagt, Deutschrap geht dann ab 8.1. wieder weiter. Ich wünsche euch ein gutes Jahr, passt auf euch auf,
Macht's gut. Ciao.